Willkommen zurück zum Exkurs in den Dschungel. Was denn du hier? Willkommen zurück. Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das Desert noch irgendwas Interessantes für uns hat. Er will es komplett zerstören, zerbomben. So meinte ich das nicht, aber gut. Mal, ob man hier noch irgendwas irgendwie mit irgendeinem Drop oder sonst was anstellen kann, was sinnvoll ist. Na, der neue Boss, die große Wüstenschlange, die kommt ja dann im Drehmaus. Ah. Nein, die habe ich nicht gut. Jetzt hätte ich es auf Englisch gesagt. Wieso bist du auf einmal hinter mir? Warst du die ganze Zeit vor mir? Ich musste niesen. Oh Mist. Ey, wie bist denn du hier durchgekommen? Ich bin einfach. Naja, ich wurde links. Ja, aber da bist du hier gar nicht groß genug für den Bereich. Ja, das ist ja gut, dass ich nicht so groß bin. Nein, du hättest eigentlich nicht mehr reiten können. Wieso? Meine kleine Sandkrabbe ist eben so klein. Warum hast du jetzt eine Sandkrabbe? Weil ich eigentlich nie mit dem Einhorn reite. Das war nur oben im Himmel. So. Shit, der tut mir. Zumindest ist jeder Block ja jetzt ein Clickbreaker. Ich sehe jetzt hier ehrlich gesagt leider noch nichts. Ach, mit dem Schwert von der Ferikli kann man wunderbar in die Wand leuchten und gucken, ob da was ist. So geil. Aber den Particle Effect wundert mich das jetzt nicht. So, hier wollte ich einfach mal drauf. Oh, das Ding ist schnell. Ja, aber es ist irgendwie noch irgendwo irgendwas da. Außer hier ist ein bisschen Kobalt vielleicht? Oh, oh, da ist was mit der Wand. Nice. Okay, ich hatte leicht mehr Schaden als du gemacht auf den Lasertypen. Steht das da irgendwo? Ja. Ach, wir bauen wieder eine Chlorophyt-Farm, würde ich sagen, mit dem ersten Material hier. Ja, genau, nimm alles. Sobald wir hier fertig sind mit Looten, bauen wir Mattblöcke in unseren Tunnel, so wie letztes Mal. Da hinten ist ja, sind ja sogar noch nicht geöffnete Truhen, kann das sein? Anscheinend. Kann sein, ja. Ey, ich mag dieses Schwert, gar nicht mal so schlecht. Wenn man sich nicht auf den Nahkampf beschränken möchte. Die Reichweite der Sicht ist echt super. Also wir gehen erst wieder hier raus, wenn beide von uns 50 haben oder so. 50, okay. Das ist ein Deathmeter. Aua. So, Breckel zu tief. Brauchen wir Lifeboots eigentlich noch? Natürlich, wir haben noch keine einzige gegessen. Gönnen sich einfach alle. Ja, wenn da zwei sind, dann sind es meine zwei, bis ich voll bin. Oh, da ist noch mehr Zeug. Party time. It's over. Oh wow, das ist ein ganz schöner Chunk. Wann habe ich gesagt, hören wir auf bei 50? Ich habe 51, haha. Ich habe noch gar keine. Ernsthaft? Benutzt das Schwert. Oh, ich habe ein Live-Food. So, hier habe ich 4 Stück.
Oh, warte mal, das ist diese. Benutzt das Schwert, das habe ich nicht bei mir. Oh, ja, dann bist du selber schon. Ich habe mein stärkeres Schwert dadurch ersetzt. Verstehst du die Logik? Neues Schwert, besser, stärkeres Schwert. Aber wir haben Slit gestoßen. Ich habe hier einen Dschungelschrein und laut. Ah, ich bin mitten in der Marble-Biom reingefallen. Na wunderbar. Ich bin auf Marble reingefallen. Wunderbar. Iron Ore, das ist aber überhaupt nicht. Gleich mal aus meinem Inventar verbannen. Hast du Lust auf ein Anklet of the Wind? Für was? Weiß ich nicht, aber es lag hier halt rum. Ich hab's jetzt dabei, wenn ich's wegwerfe. Da hinten Leute, das bin ich mir nicht sicher, ob das überhaupt gut ist oder ob ich das verarschen möchte. Schwer zu sagen manchmal. Was? Ja, das liegt an diesem Jungle-Ding. Vielleicht ist es deswegen nur so neu. Ich sag's dir, wenn ich mich hingegraben hab. Direkt an diesem Granitbiom. Es nervt mich, diese Granit. Gott, das war wirklich Chlorophyll. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viele sind. Das sind 23 am Stück. Oh, oh, da ist wieder was. Das sieht aus wie 7 oder 8. Unter mir ist, was ist denn das? Sieht sehr muddy aus. Oh, was ist das hier? Nochmal ein Chunk. 11 Stück. Mann, das ist ja wirklich so erfolgreich. Ist früher auch immer so schnell. Also ich finde ja gar nichts, aber gut. Ja, gut. Schuld. Was? Wir machen so, wir teilen uns das Zeug nicht. Jeder macht sein eigenes Kreuzchen in einem Chunk. Slime is falling from the sky. Was ist das schon, was wir davon haben? Ja, meine Mitte ist voll. Ich habe jetzt 130. Eins auch. Jetzt habe ich Codweb aufgehoben. Das war nicht das, was ich aufheben wollte. Ja, das kann ich nachvollziehen. So einer Scheiße will man sich in diesem Stadium des Spiels gar nicht mehr abgeben. Aber ist nicht so, dass es komplett sinnlos ist. Man kann ja immer noch Betten bauen. Da waren nochmal 22 und dann nochmal ein paar. Wahnsinn, von dem Zeug ist hier so viel schon gespawnt, das ist immens. Ich will aufnehmen. Das ist eine Schwertstatue, ja. Alter! Oh mein Gott, man, diese ganzen Insekten. Ja. Geh in Ruhe. Geht zurück in eure Sekten. Der kleine Chunk hat mich zu einem noch größeren geführt. Der erste war 6 groß, der andere hatte 25 Euro. Ach, und sieh, schau mal, was da in der Wand ist. Da sind noch mal ein paar. Das waren sie. Au. Wie viel ganz Gold, Alter. Ich hab schon 900 Matt. Will ich mit dem Scheiß essen? Granitblöcke, die ich nicht einsammle. Ach ja, es ist ja Schleimregen. Ja, willst du den mal erledigen? Ich habe hier noch ein bisschen Chlorophyll zu holen. Das waren 10 Stück. Da ist noch was in der Wand. 16 Stück. Sieht's hier aus. Was für eine Reichweite dieses Schwert auch hat in die Wand. Oh, 2 Stück. Richtig krass. Ja, ich glaube. Gibt es da eine gewisse Höhe ab der Chlorophyll Spread oder tut das auf jeder Höhe machen? Ich weiß nicht, ob es da eine Höhe gibt. Das sind
Rezeptorenbälle. Tremor. Ich hab komische Dornenbälle, die sind rosa. Kann ich nicht wegstecken. Und schöne Musik hier. Ah ja. Ja, schleimige. Glückwunsch, dass du viele Purple Slimes getötet. Wir sind alle so stolz auf dich. Erstmal Inventar ein bisschen leeren. Weil die weiter Schleims töten. Warum fallen denn nur so wenige Schleime runter? Ja. Jetzt ein anderer Gegner nimmt dir die Spawnplätze weg. Alle bei mir im Keller. Was laberst du? Na, deine lieben Slimes. Was laberst du? Ich schwöre. Bei deiner Mutter. Schwöre ich, dass sie ganz viele Slimes. Oh, du hast den Königschatz. Aha, und er hat eine riesige Schleimarmee hinter sich. Naja, du kannst ja zum Glück einfach das Ding einsetzen, bei dem sie dich nicht mehr verletzen können. Aber whatever. Ich hab einen zweiten Assist-Slot dabei. Für solche Fälle. Aber du hast ihn alleine gekillt. Perfekt. Ein Late-Game-Boss alleine zu töten, was ich ja nicht mehr gleich. Boah, alle haben die meine Inventar jetzt abgefüllt. All des Slimes nicht mehr da. Slimes haben gestoppt vom Himmel zu fallen. Finde ich ja nicht sehr nett. Was? Warum denn? Dass die einfach aufhören. Orkish Helmet. Party schon vorbei. Ah, gute Frage, meine Armor 1 Kiste ist auch hier. Stimmt, der macht 100 Schaden, wenn der auf mich schießt. Dann holen so einen. Tötet ihn, tötet ihn. Ja, das macht er gerne. Besser wie nur Slitblöcke. Ah, was ist denn das? Eine Recall Potion? Okay, gut, die kann man auch sellen. Irgendwie Slime Twerfy. Was sind denn unsere Twerfys?
Natur. Da drüben. Ah, okay. A merchant. Kauf meinen Scheiß. So, hast du schon angefangen, so kleine Boxen zu bauen? Ja. Aber ich gebe dir gerne etwas Chlorophyll ab, damit du mitmachst. Das muss man aber auch abgeben, weil das habe ich gerade nicht dabei. Okay, ich habe 400 schon gesetzt, aber ich habe noch 500. Hi. Wie weit soll ich denn runtergehen? Fang einfach. Wo sind wir denn? Du siehst ja da, wo es nicht mehr blau ist, sondern dann grau wird im Hintergrund. Geh mal bis da und fang dort ab. Bin sehr verwirrt, was meinst du? Mach einfach hier weiter, wo ich gerade war. Auch egal. Der Abstand. Okay. Als Abstand reicht so 1,5 bis 2. Wo ist mein Matt? Na, wieso hab ich den noch? Bleib einfach dort stehen, er fällt runter. Ich hab extra 60 weggelegt, um dir 500 zu geben. Das ist der Piratenfall hier runter. Ja, also. Ich hoffe, er ist angekommen. Ist ein bisschen Kobalt hier aus der Wand snipschen. So, aus dem restlichen, ich habe 29 Barren machen können. Ja. So, Erze. Habe ich keine Skulls mehr? Ah ja, stimmt, weil ich die ja immer wieder neu machen muss. Drei neue Tremor-Helme aus Chlorophyll. Ja, ist logisch für die anderen Klassen. Hallo, so warum hilft mir denn mein Kopf nicht? Was hab ich hier eigentlich gespawnt? Also, wie ich das sehe, brauchen wir eigentlich gar nichts für ein Chlorophyll-Zeug. So. Direkt. Ich steck mal alles in die Kiste. Ich hoffe, da unten ist es nicht zu gefährlich. Reicht dir der Matt oder soll ich was runterfallen lassen? Aua! Was zur Hölle? Was ist denn das für ein Magier? Weg! Aua! Ah! Au! Der hat so intensiv lila Kugeln, die er schmeißt. Ist das der? Au! Keine Ahnung, der ist da! Der ist das. Ja. Sein. Ich weiß nicht, dass sein Angriff Boomblast heißt. Hat mich noch nicht töten lassen. Das ist irgendwie nur ein Haufen grüner und roter Partikel. Achso, nein, das ist dann nicht der, der mich vorhin attackiert hat. Solltest du das Bett anklicken? Jetzt brauchst du nicht im Vorgarten. Als wenn das so viel hilft. Naja, es spart dir die 100 Schaden, die du gerade kassiert hast. Da hast du. Oh mein Gott, warum sind denn Gegner auf dem Weg?
Seelen von der Nacht. Ja, das ist gut. Ich glaube, wir haben eh so wenig Seelen. Warum sind denn immer Gegner? Meine Fresse, Mann. Da machst du ja auch 100 Schaden, hä? Du bist schwach. Ja, da ist niemand mehr schwach. Oh, tschüss. Runengeist. Ah, oh, noch ein Runengeist. Okay. Aber die sind doch nicht da. Also nerven. Der Gegner nervt. Ah, okay, ich fand, wollte ich nicht wahr. So, also, nachdem die Chlorophyll-Farm ja dann beendet ist, wenn du unten angekommen bist, müssen wir irgendwas anderes als Freizeitbeschäftigung suchen. Man kann natürlich mehr aus dem Dschungel rausfarmen, ist ja relativ schnell erledigt, hat man ja gesehen. Aber andererseits brauchen wir es ja jetzt im Moment eh nicht, zumindest nicht für die Items, die man nur daraus baut, oder? Sollen wir dann einfach Plantera gleich ausprobieren? Mensch! Gegner, hört halt auf! Letztes Mal haben wir sie mit dieser lustigen Teleport-Methode ganz einfach geschlagen. Aber kann diese scheiß Rikschädel durch Wände gehen? Da würde mir einiges helfen. Gut, ich würde sagen, bewerten, nicht vergessen, weiter geht's im nächsten Part. Ja, tschüss.